Also heute erst noch ein kleines bisschen Vorlesung, Abschluss dieses Kapitels über randomisierte Algorithmen und danach dann die erste Übung, wo Sie dann nochmal so ein paar ergänzende, vertiefende Sachen gezeigt bekommen. Genau, und das ist der Plan heute. Nächste Woche ist ja Dienstag ein Feiertag, also da haben wir nur montags und zwar 90 Minuten Vorlesung. Das Letzte, was jetzt noch übrig geblieben ist von diesem Kapitel über randomisierte Algorithmen, ist so ein kleines Beispiel, ein paar Anmerkungen dazu, dass man ja vielleicht manchmal auch irgendwelche, in Anführungszeichen, zufällige Objekte erzeugen will. Und ich habe jetzt hier mal genommen die Erzeugung zufälliger Graphen. Also wovon wir ja ausgehen, was man geschenkt bekommt, ist, man kann sich zufällig gleich verteilt eine Zahl von 0 bis geben lassen. 0 bis irgendeine Konstante, c minus 1. Aber was ist, wenn die Gebilde komplizierter sind? Ja? Man will vielleicht zufällige Graphen, weil man, ja, warum eigentlich? Vielleicht möchte man Eingabeinstanzen, die halt irgendwie nicht besonders künstlich in irgendeinem Sinne sind, um irgendwelche anderen Algorithmen eben zu testen mit diesen Eingaben. Manchmal ist dann aber die Frage, ja, was will man? Will man zufällig gleich verteilt aus einer gewissen Menge etwas haben? Oder will man sich einschränken auf gewisse Teilmenge? Also zum Beispiel will man nicht irgendwelche Graphen, sondern welche, die noch gewisse schöne Eigenschaften haben. Und das ist dann, je nachdem, was man vorhat, nicht so ganz einfach. Der Extremfall ist natürlich, man möchte sich aussuchen können, sozusagen die Wahrscheinlichkeitsverteilung, mit der man irgendwie Objekte aus einem gewissen Universum haben will. Das werden wir jetzt hier nicht betrachten. Da braucht man dann Markov-Ketten oder was auch immer. Also, hier soll es jetzt einfach darum gehen, in irgendeinem Sinne, wie Sie dann gleich sehen, wie zufällig Graphen zu erzeugen. Das ist jetzt hier mal so als so ein bisschen so eine Art Pseudocode hingeschrieben. Da können Sie also sich vorstellen, Sie können etwas, eine Funktion aufrufen, der geben Sie zwei Parameter, natürliche Zahl n, das soll die Anzahl der Knoten sein, die das Ergebnis hat, und das Ergebnis wird ein Graph sein, ja. Und eine Wahrscheinlichkeit p. Und was der Algorithmus einfach macht, ist, er geht alle Paare verschiedener Knoten durch und für jedes Paar mit der gleichen Wahrscheinlichkeit p, es wird die Kante hinzugenommen zu dem Graphen und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p lässt man sie weg. Also Extremfall, p gleich 0, dann wird halt keine Kante genommen, dann kriegen Sie einfach n Knoten, die sind alle isoliert. Und wenn Sie p gleich 1 nehmen und wir hier ein endliches n immer ja haben, dann sicher, jede Kante wird dazugenommen. Dann kriegen Sie den vollständigen Graphen. Also der interessante Fall ist ein p irgendwo dazwischen, ja? Ein halb oder was auch immer. Und bei dem, was wir dann gleich noch sehen werden, was einen manchmal interessiert, ist dann tatsächlich nicht irgendwie ein festes n, sondern auch so ein bisschen die Überlegung, ja, was passiert denn jetzt, wenn ich das n langsam größer mache? Wie ändern sich denn dann die Graphen? Und dann will man manchmal tatsächlich das p nicht konstant haben, sondern je größer das n wird, an dem p will man auch irgendwie ein bisschen drehen. Also bei den Analysen ist dann typischerweise die Wahrscheinlichkeit auch irgendwie von n abhängig. Also Sie könnten zum Beispiel auf die Idee kommen, dann für verschiedene n das ein paar Mal auszuprobieren immer. Und als Wahrscheinlichkeit nehmen Sie vielleicht sowas wie log n durch n. Das ist also größer 0, kleiner 1. Und je größer n wird, umso kleiner wird diese Wahrscheinlichkeit. Könnte man ja betrachten. Und man kann sich dann zum Beispiel fragen, ja, was passiert denn da? Was für Graphen kommen denn da raus? Und tatsächlich ist es so, dass man da manchmal was beweisen kann. Also stellen Sie sich das vor, ja, n Knoten und jede mögliche Kante wird nur mit Wahrscheinlichkeit p dazugewürfelt, wird genommen.
und ansonsten nicht. Und stellen wir uns vor, die Knoten sind einfach durchnummeriert von 1 bis n, ja? Dann, wenn Sie jetzt einen ganz bestimmten Graphen vor Augen haben, für jeden Knoten genau mit welchen anderen soll er verbunden sein, und Schlingen lassen wir weg, das betrachten wir nicht, ja? Also immer nur Knotenpaare mit verschiedenen Enden. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie da einen ganz bestimmten Graphen kriegen, der m Kanten hat? Ja, da müssen Sie eben genau für diese ganz bestimmten m Kanten, die Sie sehen wollen, müssen Sie zufällig sich dafür entscheiden, die Kante zu nehmen. Das ist unabhängig für jede Kante von allen anderen, passiert das mit Wahrscheinlichkeit p. Das heißt, Sie kriegen genau die Kanten, die Sie wollen, mit Wahrscheinlichkeit p hoch m. Und alle anderen Kanten dürfen nicht dabei sein. Das heißt, für alle anderen Kanten, und das sind dann noch n über 2 minus m, n über 2 Kanten gibt es überhaupt, ne? Und die restlichen n über 2 minus m, die wollen Sie nicht sehen, und das passiert jeweils mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p. Also ein ganz bestimmter Graph mit n Knoten kommt raus mit dieser Wahrscheinlichkeit p hoch m mal 1 minus p hoch restliche Anzahl Kanten. Da sehen Sie insbesondere, wenn Sie da p gleich 1/2 setzen, da ist ja p gleich 1 minus p. Da steht da einfach p hoch, an, gesamt, n, p hoch n über 2, also 1/2 hoch n über 2. Und das ist also die gleiche Wahrscheinlichkeit, egal welches m. Das heißt, wenn Sie p gleich 1/2 wählen, dann, wenn Sie n festhalten, dann jeden Graphen mit n-Knoten kriegen Sie mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Ja? Wenn man das möchte, schön. So, dann, was kann man sich noch überlegen? Wie viele Kanten, was kann man erwarten, wie viele Kanten in dem Graphen sind? Naja, jede Kante mit Wahrscheinlichkeit p, und es gibt n über 2 Kanten. Das heißt, der Erwartungswert für die Anzahl Kanten ist dann p mal n über 2. Und n über 2 ist ja also ungefähr n Quadrat halbe. Ja? Das stimmt nicht genau, aber wenn man so ein bisschen im Kopf hat, na, man interessiert sich ja vielleicht für große n, dann ist der Fehler also klein. Also erwartete Anzahl Kanten p mal n über 2. Der erwartete Knotengraden, ja, von einem Knoten maximal, Sie können n minus 1 andere Kanten haben. Und das heißt, der erwartete Knotengrad ist p mal n minus 1 oder für große n p mal n, so ungefähr. Ja? Ungefähr der erwartete Knotengrad. Die Frage ist natürlich, wie sind die Knotengrade so verteilt? Wenn Sie da zufällig einen Graphen würfeln und sich hinterher angucken, was wird man denn wohl sehen? Naja, einen ganz bestimmten Graphen, sagen wir mal, Sie interessieren sich jetzt für einen ganz bestimmten Knotengrad d. Ach so, ja. Also, wir nehmen einen Knoten und fragen uns, was ist denn die Wahrscheinlichkeitsverteilung, welchen Grad hat dieser Knoten hinterher jetzt? Insbesondere, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der hinterher einen gewissen Grad d hat, dass da gerade d-Kanten an diesem Knoten hängen, an irgendeinem, den wir jetzt uns herauspicken? Naja, da haben wir also zum einen die Möglichkeit, dann eben von den n minus 1 Nachbarknoten, die es dann noch so gibt, genau d rauszusuchen und zu sagen, ja, der Knotengrad d kommt daher, dass die Kanten zu genau diesen d von den n minus 1 Knoten führen. Das sind also n minus 1 über d Möglichkeiten. Was sind die anderen Knoten, wo diese d-Kanten hinführen? Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann genau zu diesen Kanten die Knoten würfelt, ist wieder das von oben. P hoch d mal restliche Wahrscheinlichkeit 1 minus p hoch die restlichen von den n minus 1 Kanten, die man dann nicht dazu nimmt. Also 1 minus p hoch n minus 1 minus d. Also g von d ist dann das Produkt, ne? Und das ist also das, was man normalerweise Binomialverteilung nennt. So, und jetzt, ach so, und genau. Das sind erstmal so ein paar einfache Beobachtungen für so Graphen, die bei diesem Algorithmus sozusagen rauskommen, und das habe ich gar nicht erwähnt. Also das geht alles zurück im Wesentlichen auf zwei Arbeiten. Die eine stammt von den Herren Erdős und Renyi,
und die andere von einem Herrn Gilbert, den man aber heutzutage aus welchen Gründen auch immer erst im zweiten oder dritten Satz erwähnt. Also das ist so Ende 50er Jahre, ja, haben die Leute die Idee gehabt, sowas zu betrachten. Und das sind also erste einfache Beobachtungen. Also deswegen rede ich da jetzt mal von ER-Graphen, das soll die Abkürzung von R de Chrénier sein. Jetzt in der jüngeren Vergangenheit interessiert man sich auch für große Graphen, so zum Beispiel Webseiten, wer verlinkt auf welche anderen Seiten oder in irgendwelchen sozialen Netzwerken, wer behauptet, ein Freund von wem sonst zu sein in diesem Netzwerk und solche Dinge. Und da stellt man dann fest, dass Binomialverteilung für den Knotengrad nichts Realistisches ist. Da will man was anderes haben. Das heißt, da wird man dann also die Graphen, wenn man jetzt künstlich so ähnliche Graphen wie bei sozialen Netzwerken erzeugen will, muss man irgendwas anderes machen. Ja? Darauf komme ich dann später nochmal kurz zurück. Aber jetzt erstmal noch zu den Graphen hier, weil man da so ein paar nette Dinge beobachten kann, will ich Ihnen das auch erzählen. Also jetzt insbesondere sozusagen interessieren wir uns dafür, was passiert denn eigentlich, wenn das N groß wird, die Anzahl Knoten. Ja? Da gibt es Eigenschaften von Graphen, die sind so, wenn ein Graph diese Eigenschaft hat und Sie machen jetzt zusätzlich noch weitere Kanten zu dem Graphen dazu, dann geht die Eigenschaft nicht mehr kaputt, die bleibt erhalten. Also zum Beispiel, der Graph ist zusammenhängend, wenn Sie noch Kanten dazu machen, der bleibt natürlich zusammenhängend. Ja? Oder der Graph hat keine isolierten Knoten mehr, wenn Sie da noch Kanten dazu machen, nach wie vor, auch hinterher wird er keine isolierten Knoten haben. Oder wenn der Graph höchstens Durchmesser 2 hat, also von jedem Knoten zu jedem Knoten, Sie haben einen Pfad der Länge höchstens 2, machen Sie Kanten dazu, es bleibt dabei, von jedem Knoten zu jedem Sekunden in höchstens 2 Schritten. So, sowas heißt im Englischen immer Monotone Increasing Property und ich habe es mir verkniffen, das noch irgendwie auf Deutsch zu übersetzen. Und also solche Eigenschaften betrachten wir und es sollte nicht trivial sein. Also der leere Graph sollte die Eigenschaft nicht schon haben, sondern das haben sie alle. Aber manche Graphen sollten sie haben, also insbesondere der vollständige Graph sollte sie dann haben, ja, wenn es irgendwie nicht völlig banal ist. Und dann beobachtet man, und zwar tatsächlich für jede solche Eigenschaft, dass es eine Grenzfunktion gibt und jetzt eben eine bestimmte Wahl sozusagen der Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von n, das p von n, das heißt jetzt hier mal p Stern von n, mit der folgenden Eigenschaft, also denken Sie zum Beispiel an, der Graph ist zusammenhängend, ja? Wenn das p ganz klein ist, kann man sich vorstellen, dass der Graph, den man da gewürfelt bekommt, eher nicht zusammenhängend, wenn das p groß ist, ist er zusammenhängend. Und tatsächlich ist es so, es gibt da so eine Funktion p von n, p Stern von n mit der folgenden Eigenschaft, wenn Sie als p von n etwas wählen, das schwächer wächst als das p Stern von n, also wenn der Limes von p durch p Stern von n 0 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie so einen Graphen kriegen, einen zusammenhängenden Graphen zum Beispiel, also einen, der diese Eigenschaft p hat, die ist dann 0. Und wenn Sie Ihr P von n so wählen, dass das stärker wächst als das P Stern von n, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1. Also sowas heißt eine Grenzfunktion. Wenn Sie eine Funktion wählen für das P von n, die viel schwächer wächst, dann höchstwahrscheinlich hat Ihr Graph, ein zufällig gewürfelter Graph, nicht diese Eigenschaft. Und wenn sie viel stärker wächst, dann praktisch sicher hat ein großer Graph diese Eigenschaft. Und man kann beweisen, für jede monotone increasing property, also zum Beispiel der Graph ist zusammenhängend, gibt es so eine Funktion. Also wenn Sie das p von n kleiner als das p Stern von n wählen, dann und Sie würfeln einen Graphen, ist der nicht zusammenhängend, höchstwahrscheinlich sozusagen. Also im Limes für großes n nicht. Und wenn Sie das p größer wählen, ist er zusammenhängend. Und jetzt für Zusammenhang, das ist alles ein bisschen kompliziert, aber wir gucken uns was anderes an. Ach so, und dann gibt es noch eine schärfere Variante. Da müssen Sie nicht haben, dass der Quotient p durch p Stern gegen 0 oder gegen unendlich geht,
sondern es reicht sozusagen, dass der nicht eins ist, sondern immer ein kleines bisschen drunter oder ein kleines bisschen drüber. Und das reicht dann schon, um sicher zu sein. Wahrscheinlichkeit 0, Wahrscheinlichkeit 1, ja, dass der Graph nicht die Eigenschaft hat oder dass er sie hat. Und so, das gibt es aber nicht für jede increasing Property, ja, so eine scharfe Grenzfunktion. Aber gucken wir uns ein Beispiel an und beweisen einen Teil davon, ja, nicht alles. Nämlich die Eigenschaft, der gegebene Graph hat Durchmesser kleiner gleich 2. Behauptung, das sollte P Stern heißen in dem Satz. P Stern von n ist Wurzel 2 mal Wurzel aus log n durch n, ist eine scharfe Grenzfunktion für diese Eigenschaft, der Graph hat Durchmesser höchstens 2. Das heißt, angeblich, wenn Sie sich für großes n, salopp gesprochen, zufällig so einen Graphen nach der Methode von Erdős und Reniyi erzeugen und Sie wählen eine Wahrscheinlichkeit, die ein bisschen größer ist als dieses Wurzel 2 mal log n durch n, dann praktisch sicher hat der Graph Durchmesser 2. Und wenn Sie nicht ein kleines bisschen größer wählen, sondern ein kleines bisschen kleiner, also den konstanten Faktor nicht Wurzel 2 nehmen, sondern ein bisschen weniger, dann praktisch sicher hat der Graph nicht Durchmesser 2, sondern einen größeren. Und das kann man ganz einfach argumentieren und so einfache Sachen ist ja gut, wenn man die ein paar Mal sieht, kann man da so ein bisschen was üben. Wir werden nicht alles beweisen, aber ein bisschen was. Nämlich, also stellen Sie sich vor, Sie würfeln so zufällig so einen Graphen nach Erdős-Reniyi mit irgendeinem p von n erstmal. Dann betrachten wir so 0, 1 Zufallsvariablen x, i, j. Und in dem Graphen, da gucken Sie dann der Knoten i und der Knoten j. Was ist mit denen? Haben die Abstand höchstens 2? Also sind die direkt durch eine Kante verbunden oder durch einen Pfad der Länge 2 nur ein Knoten dazwischen und ich komme von i über irgendein k direkt nach j? Ist das so oder nicht? Und die Zufallsvariable soll 1 sein, falls das nicht so ist. Also wenn i und j in Anführungszeichen weit auseinander liegen, dann ist x, i, j 1 und sonst 0. So, da kann man das diese x, i, j aufaddieren für alle Knotenpaare. Das ist also dann die Anzahl der Knotenpaare mit der Eigenschaft, die sind weit voneinander entfernt. Ihr Abstand ist nicht kleiner gleich 2. Und das heißt, der Graph hat einen Durchmesser kleiner gleich 2, genau dann, wenn das für kein Knotenpaar passiert, also wenn die Zufallsvariable den Wert 0 hat. So. Und was man jetzt machen kann, tatsächlich, ist auszurechnen, wenn n groß wird und man nimmt so Wahrscheinlichkeiten so ähnlich wie da oben angegeben, dieses Wurzel 2 mal Wurzel log n durch n, dann kann man den Erwartungswert für diese Zufallsvariable sich angucken. Das ist dann ganz einfach. Hinschreiben kann man den sowieso. Diese x, i, j sind natürlich alle gleich verteilt. Es kommt nicht drauf an, welche zwei Knoten Sie angucken. Und es gibt n über 2 solche Knotenpaare. Und für jedes Knotenpaar, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable 1 ist, ist, also erstens, es gibt keine direkte Kante von i nach j. Eine direkte Kante passiert mit Wahrscheinlichkeit p, also keine direkte Kante mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p. Und zweitens, es ist auch nicht so, dass man einen Knoten findet, sodass von i eine Kante nach k und von k direkt nach j existiert. Das würde passieren, da i und j sind mit einem Knoten k verbunden, mit Wahrscheinlichkeiten, ja, man hat beide Kanten, also p mal p, p Quadrat. Und das passiert nicht mit der restlichen Wahrscheinlichkeit 1 minus p Quadrat. Und das passiert also nicht für irgendein k, also weder für den ersten möglichen Zwischenknoten, noch für den zweiten, noch für den dritten. Also 1 minus p Quadrat hoch, alle möglichen Zwischenknoten, das sind noch n minus 2. I und j sind die beiden anderen, ne? So, also der Erwartungswert ist das da, n über 2, 1 minus p mal 1 minus p Quadrat hoch n minus 2. So. Und wenn man jetzt mal erstmal allgemein für irgendeine Konstante c, für das p von n einsetzt, c mal Wurzel log n durch n,
dann kriegt man da so eine Formel, also einfach ganz stumpf für p das eingesetzt. Und dann schätzt man ein bisschen nach oben ab, dass n über 2, das ist ja eigentlich n mal n minus 1 halbe, ist ungefähr n Quadrat halbe für große, also das ist jedenfalls größer, ja, nicht kleiner. Und dann den mittleren Faktor 1 minus irgendwas, den lassen Sie einfach weg, ersetzen den durch 1, machen Sie es noch ein bisschen größer. Und der hintere Faktor, den machen wir auch noch ein bisschen größer, machen nicht hoch n minus 2, sondern den machen wir ein bisschen kleiner, ne? Okay. Also das kleiner gleich ist da vielleicht nicht unbedingt zwingend richtig, aber so, wenn man rechtzeitig den Limes anguckt, dann ist das in Ordnung, das ein bisschen wegzulassen. Und das heißt dann für den Grenzwert, dieses 1 minus irgendwas durch n in Klammern hoch n, den Grenzwert davon haben Sie vielleicht hoffentlich schon mal gesehen, das ist e hoch das, was da im Zähler steht. Also wenn es ein Minuszeichen ist, e hoch minus. Das heißt, die Klammer hoch n, das ist näherungsweise im Grenzwert e hoch minus c Quadrat ln n. Mal n halbe ist halb mal 2, n hoch 2 minus c Quadrat. Und da sehen Sie tatsächlich, wenn Sie c größer als Wurzel 2 einsetzen, dann geht das gegen 0. Also, wenn sich solche Graphen würfeln für großes n und nehmen die Wahrscheinlichkeit größer als Wurzel 2 mal Wurzel log n durch n, der Erwartungswert von dieser Variable x ist 0 und das heißt, Sie finden kein Knotenpaar, das nicht direkt oder über einen Zwischenknoten miteinander verbunden ist. So, dass das für c kleiner Wurzel 2 genau umgekehrt ist, da muss man ein bisschen mehr argumentieren, das sparen wir uns hier mal. Ja? Gut. Und so wie es für Durchmesser 2 geht, das, was ursprünglich mal also in der Arbeit von Erdős und Renyi drinsteht, ist vor allem etwas im Zusammenhang mit dem Zusammenhang von dem Graphen. Da ist es nämlich so, wenn Sie die als Wahrscheinlichkeit ln n durch n nehmen, dann oder etwas nehmen, was schwächer wächst als ln n durch n, dann für große n werden Sie sicher isolierte Knoten in Ihrem Graphen haben. Das überrascht jetzt nicht wirklich für ganz kleine p. Also selbst bei ln n durch n aber ist es noch so. Und wenn Sie aber eine p von n nehmen, das stärker wächst, also im Vergleich zu ln n durch n gegen unendlich geht, dann haben Sie mit einer gegen 1 gehenden Wahrscheinlichkeit keine isolierten Knoten und sogar kann man beweisen, Sie haben dann nur noch eine Zusammenhangskomponente. Und wenn ein Graph nur noch eine Zusammenhangskomponente hat, dann ist er zusammenhängend. Ja? Also wenn Sie die Wahrscheinlichkeit hinreichend groß wählen, ein bisschen mehr als ln n durch n, dann kriegen Sie praktisch sicher, jedenfalls wenn Sie das n groß wählen, zusammenhängende Graphen. Nur zusammenhängende Graphen. Solche Dinge kann man dann beweisen. So, und dann überspringe ich was, okay, für die Übung. Ja. Die Graphen, die man so in der Praxis sieht, da ist manchmal der Knotengrad nicht so, also ist dann mehr oder weniger nach oben beschränkt, maximal eine Konstante. Das heißt dann hier, dass p mal n minus 1 der erwartete Knotengrad, also eine Konstante sein sollte. Das heißt, wenn man solche Graphen will, dann ist p von, n, von dieser Form da c durch n minus 1. Und wenn man dann n groß macht, also sich anguckt, welche Graphen werden da jetzt produziert von diesem Erdős-Renyi-Modell, dann stellt man fest, der Verteilung der Knotengrade ist Poisson-Verteilung. Dann nehmen Sie also einfach die Binomialverteilung von vorhin und setzen jetzt so ein bisschen eben diese Annahmen da ein. Und dann stellt man fest, ja, das ist aber tatsächlich nicht das, was man in der Praxis hat. In der Praxis sieht man, also Poisson-Verteilung heißt, große Knotengrade werden ganz schnell sehr unwahrscheinlich. In der Praxis ist das anders. Dann nimmt das irgendwie mit so einem Potenzgesetz ab. Also was man beobachtet bei so Abgrafen von sozialen Netzwerken oder wer hat mit wie vielen anderen Leuten wissenschaftliche Aufsätze geschrieben oder was auch immer, dann stellt man fest, dass der Anteil der Knoten mit Grad d irgendwie abnimmt mit dem Knotengrad, aber mit so einem Potenzgesetz d hoch minus eine Konstante. Zum Beispiel. Und was man
dann sucht man sich eben Möglichkeiten, solche Graphen zu erzeugen. Und das ist jetzt dann hier die letzte Folie. Das ist das sogenannte Modell von den Herren Barabasi und Albert. Sehr salopp, jetzt ohne Beweise. Und Sie können auch da noch Ungenauigkeiten finden in der Formulierung, wo Sie sagen können, ja, was soll denn das genau bedeuten? Das ignorieren wir mal, ja. Man fängt an mit einem kleinen Graphen, und der irgendwie zusammenhängend ist oder so. Und dann macht man immer nicht einfach zufällig noch Kanten dazu, sondern man baut so nach und nach den Kanten immer größer. Man nimmt immer noch einen Knoten dazu und noch einen und noch einen, noch einen. Und für jeden Knoten, den man dazu nimmt, muss man jetzt noch sagen, okay, Kanten zu welchen Knoten sind denn vorhanden, zu welchen Knoten, die ich schon habe. Und was man dann macht, ist ja wieder irgendwie zufällig, aber die Wahrscheinlichkeit für den neuen Knoten mit einem schon vorhandenen Knoten verbunden zu werden, ist umso größer, je größer schon der Knotengrad dieses vorhandenen Knoten ist. Der wird dann noch größer, der Knotengrad von dem schon vorhandenen Knoten. Und dann kommen Knoten raus, die eher so aussehen wie so Netzwerke, also wie soziale Netzwerke oder so etwas. Da ist dann die Rede von, um dieses Wort auch mal erwähnt zu haben, Preferential Attachment. Ja, also Sie bevorzugen, Kanten zu solchen schon vorhandenen Knoten zu machen, die sowieso schon gerne genommen werden. Ja? Also wenn jemand eine Webseite schreibt und will auf wen verlinken, dann häufig ist es halt tatsächlich so, man verlinkt auf Seiten, die schon von vielen anderen auch verlinkt werden. Da hat man dann noch direkt gerichtete Graphen und nicht ungerichtete, also noch ein bisschen anders, aber so grob. Ja? Ja, so viel wollte ich noch dazu sagen. Es gibt noch eine andere Anwendung, warum man zufällige Objekte jetzt nicht unbedingt Graphen erzeugen will. Das ist, um vielleicht irgendwelche Größen abzuschätzen. Und das führt einen dann sozusagen zu dem Thema, das wir dann nächste Woche anfangen. Das sind Approximationsalgorithmen. Aber also hier ist jetzt dann die Vorlesung zu Ende.